In Kiew in der Ukraine hat der erste Kriegsverbrecherprozess gegen einen russischen Soldaten begonnen. Dem 21-Jährigen wird vorgeworfen, aus einem gestohlenen Auto heraus einen unbewaffneten 62-Jährigen erschossen zu haben. Die Tat soll sich kurz nach Beginn der russischen Invasion Ende Februar in einem nordukrainischen Dorf ereignet haben. Laut Staatsanwaltschaft schoss der Soldat auf Befehl eines seiner Kameraden, da der Mann Zeuge des Autodiebstahls geworden war. Dem Soldaten droht eine lebenslange Haftstrafe wegen Kriegsverbrechen und Mordes. Laut ukrainischen Behörden gab er die Tötung des Mannes zu. Die Ukraine wirft der russischen Armee zahlreiche Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. Nach offiziellen Angaben gibt es mehr als 11.000 laufende Fälle zu Kriegsverbrechen und bislang 40 Verdächtige. Wegen mutmaßlicher Völkerrechtsverbrechen ermittelt auch der Internationale Strafgerichtshof.